Es gilt als eines der wichtigsten und wohl prägnantesten Werke der modernen Kunst. Das Schwarze Quadrat von Kasimir Malejewitsch. Das könnte ich auch malen, ist wohl die meistgeäußerte Kritik von Spöttern mit weniger ausgeprägtem Kunstsinn. In Peter Meisters Film Das Schwarze Quadrat wird das Meisterwerk zum Dreh- und Angelpunkt einer temporeichen, absurden Gaunerkomödie mit Top-Besetzung wie Bernhard Schütz, Jakob Matschens und Sandra Hüller. Kribbelt es Ihnen nicht auch in den Fingern, wenn Sie wissen, dass so ein Bild 60 Millionen Euro wert ist? Im Schutze der Dunkelheit verschwindet das Schwarze Quadrat. Und mit ihm im Gepäck Kunsträuber Vincent. Hurry up, please. Machen Sie bitte den Koffer auf. Hat meine Tochter gemalt, die ist 5? Meine ist 4. Die kann Häuser und Bäume. Der Plan: Untertauchen auf einem Kreuzfahrtschiff. Das letzte Mal bin ich so gut untergetaucht. Hat eigentlich keiner bemerkt, dass ich wieder aufgetaucht bin. Die Koffer und Bordkarten haben Vincent und sein Komplize natürlich ebenfalls gestohlen. Ach, Sie sind ja doch da. Das ist ja eine Überraschung, Gott sei Dank. Wir dachten schon, Sie kommen nicht. Ich bin Helen Caracas, die Cruise-Managerin hier. Und Sie sind David Bowie. Dummerweise gehören Ihre Tickets den Bordentertainern. Wohl oder übel müssen Sie nun auf die Bühne, um nicht aufzufallen. Als Double von Elvis und David Bowie. Doch leider fallen Sie auf. Und zwar negativ. When you climb to the top of the mountain. Du's wohl. Welche Phase denn? Späte Phase. Die beiden sind niemals Double. Wir sollten dem nachgehen. Wo ist das Bild? Ich habe jetzt berechtigten Grund zur Annahme, dass auf diesem Schiff hier mehrere Leute in diese Sache verwickelt sind. Es beginnt eine wilde Jagd nach dem Bild, die ein bisschen an Billy Wilder-Filme erinnert. Ziemlich schräg, manchmal auch albern, macht aber Spaß, auch ohne besonderen Tiefgang. Das Schwarze Quadrat.